Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Zum Thema Steuer-ID sage ich ehrlich gesagt gar nichts mehr. Ich finde, das ist zu belanglos, als dass man sich wirklich damit auseinandersetzen muss. Als wäre es eine Qual und eine Fesselung der Menschen, die Steuernummer mitzuführen. Das ist grotesk. Also lohnt sich nicht. Ich möchte auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, weil wir reden über das Austrocknen von Steueroasen ja heute mehr oder weniger im internationalen Kontext. Und weil es sozusagen eine Daueraufgabe ist, will ich auch auf etwas hinweisen, was uns noch bevorsteht, nämlich auch innerhalb von Deutschlands nutzen Unternehmen ja Steuerschlupflöcher. Und darum müssen wir uns kümmern. Der Bundesrat hat uns jedenfalls gemeinsam in seiner Dezember-Sitzung mit einer Entschließung darauf noch mal ausdrücklich hingewiesen und darum gebeten. Ich will mal ein konkretes Beispiel Ihnen vor Augen führen. Leverkusen ist eine wirtschaftlich starke Stadt inmitten einer sehr boomenden Region. Viele von uns wissen das. Die Bayer AG ist ein Flaggschiff der deutschen Wirtschaft. Und trotzdem sind die Kassen der Kommune Leverkusen mehr oder weniger leer. Bei 160.000 Einwohnern hatte Leverkusen im Jahre 2014 eine Gewerbesteuereinnahme von 25 Millionen. 160.000 Einwohner, 25 Millionen. Ganz genau, bei der Firma Bayer sind die Kassen voll. Da haben Sie recht, Herr Michelbach. Nein? Da haben Sie in der Tat recht. Ich komme drauf zurück. Keine Sorge. Komm drauf zurück. Denn es ist in der Tat so, dass Milliardengewinne bei der Firma Bayer, auch bei Lanxess, da in Leverkusen anfallen. Was ist also die Erklärung? In der Nachbarstadt Monheim, 40.000 Einwohner, hat die Kommune eine Steuereinnahme, Gewerbesteuer von 225 Millionen. 225 Millionen. Der Unterschied: in Leverkusen gibt es einen Hebesatz von 475 vom 100. In Monheim, in der direkten Nachbarschaft, sind es gerade noch 265. Das sind die Unterschiede bei den Gewerbesteuerhebesätzen. Und laut Handelsblatt nutzen Firmen wie Bayer ihren unternehmerischen Organkreis so, dass sie es eben entsprechend verändern, gründen Tochtergesellschaften in Gemeinden wie etwa Monheim. Das sind in Wirklichkeit die innerdeutschen Steueroasen. Es ist ein ähnliches Muster dann hinterher wie im internationalen es ist dasselbe Muster. Übertragung von Patenten, Lizenzgebühren, geringe Gewerbesteuer. Das ist natürlich, wenn man das so sieht, falsch verstandene kommunale Selbstverwaltung, fehlende interkommunale Solidarität. Aber was kann man machen? Wir hatten diese Debatte schon im Jahre 2000, waren Sie auch dabei. Da hieß die Gemeinde Norderfriedrichskoog, sie verzichtete komplett auf die Gewerbesteuer. 47 Einwohner, 380 Körperschaften, 180 Personengesellschaften waren die Folge. Als Konsequenz wurde damals der gewerbesteuerliche Mindesthebesatz von 200 Prozentpunkten eingeführt, eine vernünftige Sache. Der Durchschnittshebesatz aller Kommunen in Deutschland zum gegenwärtigen Zeitpunkt, große Städte, kleine Städte, Durchschnitt liegt bei ungefähr 400. Es würde also niemandem schaden, wenn der Mindesthebesatz beispielsweise, wie der Bundesrat es ja auch von uns erwartet, etwa bei 300 Prozentpunkten liegen würde. Das wäre ein Schritt jedenfalls in die richtige Richtung. Und noch besser wäre es, wenn die Differenz zwischen den Hebesätzen etwas geringer wäre. Und das könnte man erreichen, wenn beispielsweise Bemessungsgrundlagen durch Einbeziehung der freien Berufe, die Steuerberater sind ja eben, Fritz, angesprochen worden, einbezogen würden. In der Tat wäre es eine vernünftige Variante. Und es entstünde auf diese Art und Weise sogar die Möglichkeit, die Gewerbesteuer national zu verstetigen und vielleicht sogar, um gewissermaßen das Aphrodisiakum für Sie, Herr Michelbach, auch zu benennen, die Möglichkeit kommunaler Steuersenkungen bei der Gewerbesteuer. Also mit anderen Worten, es wäre auch keine schädliche Entwicklung für die Freiberufler, weil sie als Betriebsausgaben von der Einkommensteuer abziehen könnten. Mit anderen Worten, wir hätten ein Stück weit Verlässlichkeit bei den Kommunen und die Unternehmen müssten nicht innerhalb von Deutschland nach Steueroasen sozusagen spähen. Wäre noch eine schöne Aufgabe, wenn wir das anpacken würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache